Ein Azubi bringt seinen Chef und Vater in die Notaufnahme. Der 50-jährige Elektriker hat sich bei einem Arbeitsunfall an Kopf und Hand verletzt. Vor allem aber ist er wütend auf seinen Sohn. Jetzt erzählen Sie mir noch mal ganz in Ruhe, was genau passiert. Sie standen auf der Leiter. Stand auf der Leiter, wollte eine neue Lampe anbringen. Ja, hatte leider logischerweise das blanke Kabel in der Hand. Ich habe meinem Sohn vorher gesagt, er soll den Strom ausschalten. Ja. Und das war dann natürlich. Du hast ihn nicht ausgeschaltet. Ausgemacht. Und warum hat es einen kurzen gegeben? Ich war bei dem Schalter, ich habe das ausgemacht. Hat auf jeden Fall einen Kurzschluss gegeben. Ich habe mich erschrocken, ich war ganz oben auf der Leiter. Da habe ich die Lampe runtergerissen. Und als die Lampe unten war, bin ich hinterher und ja. Was auffällig war bei dem Patienten, dass er sehr, sehr aufgebracht war, sehr cholerisch auch gleich seinem Sohn gegenüber und ihm die Schuld für den Unfall gegeben hat, anstatt auf sich selbst zu konzentrieren, dass es ihm gut geht. Er war wirklich in einer Tour dran und drauf, eben seinem Sohn für alles verantwortlich zu machen. Seine cholerische Art hat ihn letzten Endes dann die Probleme am Ende bereitet, die wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht absehen konnten. 190, 100 haben wir. Wieso ein hohen Druck? Dann wäre das nicht passiert. Ja, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ja, aber es war wieso, wenn ich das... Oh, bitte regen Sie sich jetzt nicht auf. Sie das immer höre, dann weiß ich was... Ganz ruhig. Sie haben einen ziemlich hohen Blutdruck. Ist der bekannt bei Ihnen? Nein, ich habe sonst keinen hohen Blutdruck. Vielleicht ist es jetzt auch die Aufregung. Das kann natürlich sein. Ja, bitte. Leg mal einen Zugang, wir legen mal Blut ab. Wir müssen bei Ihnen die Scherben rausziehen. Oh. Ja, das ist sehr unangenehm. Was meinen Sie, schaffen wir das ohne örtliche Betäubung oder wollen Sie eine örtliche Betäubung haben? Ich habe heute die ganze Zeit Schmerzen gehabt. Ich glaube, dann kommt es auf die paar Minuten auch nicht mehr an. Okay, wenn es zu schlimm wird, sagen Sie Bescheid. Genau. Ja? Ansonsten machen wir ein bisschen lokale Betäubung. Oh, ja. Oh. Manni! Du hast gesagt, von der Leiter gefallen. Ja, ich habe aber wirklich die Sicherung rausgenommen. Du hast, deswegen liege ich auch hier, wa? Was auch auffällig war, dass er einen sehr extrem hohen Blutdruck hatte. Der Patient verneinte, dass er Vorerkrankungen hatte, dass er Medikamente einnimmt, dass er Bluthochdruck hat. Wir haben das in dem Moment auch auf seine Aufregung geschoben, weil er sich sehr massiv aufgeregt hat über seinen Sohn. Also es ging in einer Tour weiter. Deswegen habe ich mir zu dem Zeitpunkt erstmal noch keine Gedanken gemacht. Entschuldigung, wer sind Sie hier eigentlich? Sie sind ich bin die Frau, ich bin die Luisa und das ist der Manni. Das ist der Manni, ja. Okay. Und das ist mein Sohn, das ist der Dennis. Okay. Ja, er macht Ausbildung bei uns im Betrieb und Dennis ist aber schon ganz viele Jahre da. Ja, oh Gott, ich bin so aufgeregt. Mit drei Jahren. Wir haben ihn adoptiert. Er hört einen da dazu und er macht die Ausbildung als Elektriker auch bei uns im Betrieb. Nachdem alle Glassplitter aus Manfreds Hand entfernt sind, geht es für den Elektriker auf direktem Wege in die Radiologie. Adoptivsohn Dennis bleibt so lange in der Notaufnahme und schüttet Pfleger Tobias sein Herz aus. Ist das eigentlich öfter so zwischen Ihnen oder war das früher mal anders? Ja, seitdem ich die Ausbildung halt jetzt angefangen habe, seit 2 Jahren jetzt. Und immer wieder gibt es halt irgendwelche Vorkommnisse, die halt nicht so schön sind. Ja, will er irgendwie, dass Sie die Firma übernehmen, oder? Ja, mein Papa möchte halt, dass ich den Betrieb übernehme. Ich bin der einzige Sohn. Das ist ja so das Familienbaby, sag ich mal. Und dann möchte er natürlich, dass ich das weiterführe. Aber Sie haben nicht wirklich Lust, ne, wie ich so den Anschein habe? Ja, nein, also ich kann da halt mit ihm nicht drüber reden. Ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Bock auf die Ausbildung. Aber ich kann halt mit ihm überhaupt nicht drüber reden. Wenn ich ihm irgendwas nur sage, das Thema nur anschneide, dann geht er völlig in die Decke. Ich will eigentlich was anderes machen. Woran haben Sie denn gedacht? Also, ich kann Ihnen das mal zeigen. Ich habe hier auf meinem Handy auch schon so Entwürfe. Ich mag halt so kreative Sachen und ich würde halt gern so Grafikdesigner werden. Cool. Ich bin halt eher so ein kreativer Kopf und hier gehe ich überhaupt nicht auf in der Ausbildung als Elektriker. Mhm. Der Pfleger redet dem 18-Jährigen gut zu, seinem Vater bei Zeiten reinen Wein einzuschenken. Als der Elektriker später aus der Radiologie zurück ist und Ärztin Isabella Fürstenstein nach ihm sehen möchte, hört sie schon im Empfangsbereich lautes Geschrei aus dem Schockraum. Herr Menscher, beruhigen Sie sich mal. Was ist passiert? Er hat gerade zugegeben, dass er die Sicherung nicht rausgedreht hat. Deswegen liege ich hier. Aber das war aus Versehen, Mann. Es tut mir leid. Das hättest du doch vorher mal sagen können. Und bin nicht doof anlügen. Das können Sie bitte später zu Hause klären. Wir sind jetzt hier wegen Ihnen. Sie sind verletzt. Und jetzt waren wir gerade im CCT. Ich wollte das wirklich nicht. Ist jetzt gut. Ganz ruhig jetzt. Wie lange kennst du deinen Papa?
Ja, schon ein paar Jährchen. Also, dem tut was weh. Ich wollte ihn ja nicht umbringen, das war aus Versehen, das tut mir leid. Ich weiß, dass du es nicht wolltest. Der Sohn hat mir schon sehr leid getan, das hat er sicher nicht mit Absicht gemacht. Stelle ich mir sehr schwierig vor, wenn der Sohn auch in dem Betrieb seines Vaters arbeitet, dass man dafür jede Kleinigkeit auch sozusagen in die Menge genommen wird. Also stelle ich mir sehr schwierig vor, das Verhältnis zwischen den beiden. So, Herr Menschel, da haben wir wirklich noch mal Glück gehabt, dass da keine inneren Verletzungen, keine intrakranielle Blutung, keine Verletzung des Knochens. Da haben Sie wirklich noch mal Glück gehabt. Quasi ein Holzkopf, ne? Ja, würde ich mal so sagen. Haben Sie noch mal Glück gehabt. Ja, ja gut, ist ja nur eine Frage, wann ich das nächste Mal eben mit meinem Sohn den nächsten Anschlag auf mich verübt. Ja, was soll das denn jetzt heißen? Ja, wäre das nicht ausgeschlossen bei dir, oder? Weißt du was, ich habe keinen Bock auf die blöde Ausbildung. Ich schmeiß die Scheiße hin. Weißt du, ich muss mir immer wieder das Gleiche von dir anhören. Immer wieder so eine Scheiße. Und jetzt machst du mich dafür verantwortlich. Wegen dir lege ich hier. Ich brech die Ausbildung ab. Ich mache eine Ausbildung zum Grafikdesigner. Grafikdesigner? Was ist das für ein Damenduscher? Ja, das ist aber ein richtiger Job. Weißt du was? Denk, was du willst. Mach einen Männerjob, ey. Dennis! Jetzt mal. Sag mal, hast du das gewusst? Du ich reiß mir jeden Arsch auf, Tag für Tag, und er schmeißt dir alles hin. Ich hab ja Mann, Mensch, bleiben Sie mal ganz ruhig. Was ist los? Was hat der Schmerz? Luft. Sättigung gut? Okay, mach noch mal das EKG bitte noch mal dran. Machen Sie mal einmal ganz kurz. Ja, das ist das, weil Sie sich aufgeregt haben. Einmal Blutdruck messen und EKG dran machen. Darf ich einmal ganz kurz an den Arm? Herr Menschel hatte starke Schmerzen in der Brust, was immer ein Zeichen für einen Herzinfarkt sein könnte. Oftmals strahlt dieser Schmerz auch in die linke Brust aus, was bei Herrn Menschel jetzt nicht der Fall war. Wir konnten den Blutdruck mit Nitro sehr schnell senken, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Aber letzten Endes wissen wir das Ergebnis erst später. Und wir müssen ihn jetzt sozusagen zu den Kardiologen auf Intensiv schicken. Die müssen ihn noch mal durchchecken. Da müssen noch mal die Gefäße durchgeguckt werden. Also so können wir sie leider nicht nach Hause schicken. Manfreds Frau macht sich große Sorgen, dass ihr Mann soeben einen Herzinfarkt hatte. Und dann auch noch der Streit mit dem gemeinsamen Sohn. Die Assistenzärztin betont, welche Auswirkungen Stress haben kann und trifft bei ihrem Patienten voll auf den Nerv. So, mal ganz locker liegen lassen. So, Herr Menschel. Das passiert, wenn man sich aufregt. Ja, Sie haben ja recht. Ich habe das ja auch so gar nicht gewollt. Schauen Sie mal. Ist der Druck? 150. Das ist ein Familienunternehmen. Ich möchte einfach nur, dass es meinem Sohn gut geht, dass er später mal was hat. Er hat dann einfach einen sicheren, krisensicheren Job. Ja, und natürlich kann ich ihn auch verstehen. Das ist, wäre ja Blödsinn, wenn ich jetzt sagen würde, ich kann ihn nicht verstehen. Ich wollte doch damals. Ich verstehe ihn ganz gut, ne? Ich wollte doch damals selber Kanaliktiker werden. Und nein, ich. Ich liebe Blumen. Und ich wollte immer Landschaftsgärtner werden. Und mein Vater wollte aber, dass ich den Betrieb übernehme. Und ich habe mir einfach gedacht, das musst du mit Dennis genauso machen. Aber ich glaube bald. Er regt sich gerne auf, aber eigentlich bist du ganz lieber, oder? Ich wollte auch nicht, dass er abhaut. Und dann sollten Sie das mit ihm persönlich klären, ne? Sagen Sie es ihm mal selber. Ist ja nicht so, als wenn ich ihn nicht lieb habe, Gottes Willen. Auch wenn er adoptiert ist, haben wir ihn doch trotzdem lieb, ja? Das war nie ein Thema gewesen. Ich glaube, ich kläre ihn mal eben auf, dass er vielleicht mal vorbeikommt und mit Ihnen redet. Ja, weil so weit dürfte er noch gar nicht sein, ne? Ich denke auch. Okay. Ja, durch die Herzattacke hat der Herr Menschel sozusagen den Schuss vor den Bug bekommen. Und ihm wurde klar, dass er doch sehr, sehr hart mit seinem Sohn umgegangen ist und hat doch sehr viel Einsicht gezeigt. Und da dachte ich, ja gut, jetzt könnten wir vielleicht versuchen, den Sohn dazu zu holen. Ich habe gehofft, dass der auch nicht ganz so weit weg ist, um ihn dazu zu bringen, dass sie vielleicht dann schon die ersten Worte wechseln können, um vielleicht in Zukunft besser miteinander umgehen zu können. Er muss jetzt erstmal noch mal hier bleiben zur Untersuchung, weil er eben so einen Herzanfall hatte. Es tut mir leid. Wie? Es tut mir leid. Ich wollte. Was denn jetzt? Ich hätte nicht so mit dir umgehen dürfen und ja. Habe ich was verpasst? Was ist denn jetzt hier passiert? Du darfst deine neue Ausbildung gerne beginnen, aber ich bitte dich um eins. Mach jetzt diese Ausbildung erstmal zu Ende. Das eine Jahr noch, das ziehst du. Das eine Jahr, das ziehst du jetzt noch durch mit Papa gemeinsam. Ich bin gerade völlig verwirrt. Wo kommen jetzt die. Und danach darfst du auch gerne dein Grafikdesign machen und wir lassen uns da für den Betrieb schon was reinfallen.
Dankeschön. Aber werd du mal erstmal wieder gesund hier. So gehst dann weg. Aber du machst das jetzt erstmal zu Ende. Das eine Jahr mache ich noch. Aber großes, großes Dankeschön. Hätte ich niemals für Möglichkeiten, dass er jetzt sowas sagt. Ja, du musst uns mal zeigen. Du zeigst uns ja nichts. Wir haben keine Zeichnung gesehen. Ich glaube, die Ärztin hat mich auf die richtige Bahn gebracht. Dennis hat die Ausbildung bei seinem Vater durchgezogen. Heute studiert er Grafikdesign und geht voll darin auf. Manfred hat gelernt, ruhiger zu sein. Die Untersuchung ergab, dass der vermeintliche Infarkt nur ein Herzgefäßmuskelkrampf war.